Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Railroad Corporation 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge habe ich groß angeteasert und angekündigt, dass ich auf jeden Fall alles besser machen werde und dieses Holzlinienproblem lösen möchte, damit wir hier von der Bücherei ausgehend in alle Welt abliefern können, ohne dass uns hier alles Mögliche im Weg ist. Und das gehen wir jetzt an. Dazu drücken wir kurz auf Pause und ziehen uns zunächst mal von hier das nach da. Dann entfernen wir dieses Gleis. Und dann legen wir ein neues Gleis. Welches? Boah, jetzt können wir ruhig hier parallel langlaufen, ne? Das läuft hier so lang. Und dann müssen wir das einmal diesen Streckenabschnitt hier entfernen. Ist zu nah. So. Das klappt ja hervorragend, was ich hier vorhabe. Wir müssen mal eben den Zug da wegfahren lassen. So. Dann einmal den da dran. Dann einmal den da dran. Den entfernen. Dann den nach da. Ich muss nur sagen, seit der letzten Version, das Streckenbauen hier fühlt sich echt viel besser an. Bis auf, dass ich immer entfernen drücke und das gar nicht entfernen ist, aber you know what I mean. So, das heißt... Ja, der hat sich jetzt irgendwie in eine Sackgasse gefahren, ne? Das heißt, von da würde der jetzt zurückkommen. Der braucht mal eben die Möglichkeit, hier rüber zu fahren, weil er sich verfahren hat. Wo denn hin? Er will nach Akron. Kann er jetzt auch. Fahr. Na, fahr doch. Achso, da war noch einer im Weg. Okay. So, dann schauen wir mal. Also hier die... Das Signal, das ist ja dann korrekt. Dann hier nochmal... In die andere Richtung. Aber habt ihr jetzt extra einen Ausweichgleis gebaut hier? Was ist denn los? Achso, ist wieder reserviert. Verstehe. So, dann bauen wir hier noch ein bisschen mehr Platz rein. Damit hier oben die Züge schon mal rauskommen. Und den hier müssen wir gleich entfernen, weil sonst kommen immer weitere Züge. Achso, der wird auch sofort stehen. Okay. Kriegen wir doch alles hin. Ist denn jetzt eigentlich noch genug hier in der Holzerei? Ja, ist auch noch genug. So, aber der müsste doch jetzt langsam mal hier rauskommen. Schauen wir mal, dann machen wir mal Folgendes. Dann gehen wir mal hier drauf. Okay, das nützt nichts. Dann... Soll der da reinkommen? Der soll da. Und jetzt? Immer noch nicht? Warum versteht er das nicht? Der kommt nicht klar. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Guck mal, der kann hier rüber. Der sollte so eigentlich rein können. Hm. Das ist jetzt aber komisch. Also der will nach Akron. Wie die diese ganze teure Strecke wieder wegbauen. Und der rallt es einfach nicht.
Warum nicht? Der kann hier rüberfahren. Ich kann es nicht ändern. Ihr habt es gesehen. Es ist irgendwie, es wollte absolut nicht. So, das heißt, die machen wir wieder weg. Das Stück machen wir weg. Und dann müssen wir es nochmal neu bauen. Ja, also das war jetzt wirklich komisch. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ihr habt es gesehen. Er wollte partout da nicht reinfahren. Ich hoffe, wir sind jetzt da nicht irgendwie an das andere Gleis zu nah rangekommen. Okay, da müssen wir warten, bis der Zug weg ist. Und dann sollte das eigentlich jetzt passen. Züge fahren hier hoch. Das kopieren wir nochmal. So, hier haben wir jetzt alles erforscht. Und dann können wir jetzt versuchen, hier mal die nächste Lok zu erforschen. Dazu müssen wir auch nochmal Mitarbeiter einstellen. Gucke aber jetzt mal erstmal hier, was ist mit denen? Also, die können nicht weiter entladen. Weil wir jetzt erst Bücher verkaufen müssen. Okay. Ja, dann sollte ich einfach mal irgendwelchen Quatsch über Politik erzählen, mache einen YouTube-Kanal auf und verkaufe Bücher. Das ist ja momentan so ein ganz toller Trend. Wir machen Forschung. Das ist nämlich genau das Gegenteil dazu. Wir brauchen einen weiteren Forscher. Und dann erforschen wir mal hier die neue Lok. So. Alright. Und dann, jetzt Bücher verkaufen, genau. Dadurch, dass wir es umgebaut haben, natürlich hier das Gleis frei. Und wir können jetzt ganz super in alle Welt reinfahren, ohne dass uns das dämliche Holzgleis im Weg ist. Das nicht super? Finde ich gut. So, also, von hier können wir jetzt zum Beispiel die Bücher einfach hier anliefern. Der geht wahrscheinlich ein bisschen weiter hoch, ne? Hallo? Ja, separates Gleis dafür? Nee, ne? Blockiert das irgendwas? Im Moment jedenfalls nicht. So, dann haben wir unsere ersten Bücherlieferungen und haben damit auch einen Verbraucher bei den Büchern. Also, kaufen. Und dann möchte ich bitte die Bücher von Akron. Ich weiß gar nicht, wie viel die dann verbrauchen an Büchern. Die hätte ich gerne geliefert nach Newport Beach. Newport Beach. Da bitte. Ah. Dachte doch gerade schon, ich bin total blade. Brauchen denn die hier oben bei den Büchern sonst noch irgendwas? Ja, Holz würden die nehmen, ne? Haben wir nicht. Bretter würden sie nicht nehmen. Gut. Passt, oder? So. Wenn die T13 kommt, dann wisst ihr Bescheid, es geht los. Vorher gucken wir mal, ob das hier alles so richtig geht. Also, Tier 11. Die fährt hier rein. Und, achso, nee, genau. Wir gucken vorher gar nichts, weil ja, zu viel Bücher. Wir können die leider nicht in der eigenen Stadt verkaufen. Da müssen wir noch nicht ausbauen. Dann warten wir mal auf die Tier 13, bis die kommt. So, die weiteren Städte. Also, nee, andersrum. Newport Beach ist keine der Städte, wo wir die hinliefern müssen, sondern wir müssen nach Taylor. Nach Allentown, wie praktisch. Das ist wirklich praktisch. Wir haben das alles schon verbunden. Gut. Wir machen das jetzt erstmal nur, damit wir hier diesen Propfen loswerden. Und die Züge wieder arbeiten können hier. Um zu gucken, wie viele Bücher werden verbraucht, ne? Wo jetzt hin? Achso.
Ja, schon freigeworden. Genau. 68.000. Wir kriegen 70. Naja. Das lohnt wirklich fast gar nicht. Die Frage ist, ob die Preise jetzt noch ein bisschen verändern. Denn, also, Verbrauch würde jetzt den Preis eigentlich ankurbeln, ne? So, jetzt haben wir aber da die Kapazitäten freigeschaufelt. Sehr gut. Der Holzzug fährt jetzt auf das äußere Gleis. Die scheinen auch nicht zu eng zu sein hier. Sehr gut. Und da werden die Bücher in die Stadt geliefert. Das ist natürlich dann sehr langsam. Und wir könnten eigentlich dann einen Zug bauen, der genau diese Missionsziele dann erfüllt, ne? So als Option. So, was jetzt nicht passieren darf hier oben ist, wartet auf freie Strecke. Tut's aber. Das heißt, hier brauchen wir ein paar Signale. Die das alles hier in ein paar Blocks aufteilen. Ich versuche das so ein bisschen synchron zu machen, weil hey, ist schöner. Ja. Da kommt die 13 zurück. Die hat jetzt die Bücher in die Stadt geliefert. Und wir sehen, 6 Bücher sind immer noch da. Eventuell können wir 10 zusätzliche Plätze für Schlafsaal, für Personal, Vertretung, eine Buchhandlung. Sollen wir das mal probieren? Weil das ist wahrscheinlich zu langsam. Das hier. Gemeinschaftsland. Ich kann es nicht auswählen. So. Da war die Buchhandlung. Und jetzt sollte der Verbrauch von Büchern runtergehen und vielleicht der Preis sogar hoch. Hm? Nicht. Aber wir generieren immerhin 495. Nochmal. Aber ob der Zug hier sich rechnet, er rechnet sich halt nur darüber, dass er die anderen Züge, dass es den anderen Zügen ermöglicht wird, dann da rumzufahren. Beziehungsweise hier, dass es nicht blockiert ist, ne? So, ansonsten scheint ja auch alles frei zu sein. Holzfällerei passt auch noch. Und dann könnten wir jetzt eigentlich, wie gesagt, einen dedizierten Zug nehmen. Der. Oder der hier, der macht das mal eben. Der liefert dann diese Bücher nicht an Pembroke, sondern mal an Gulfport. So, müsste auch gehen, weil der müsste ja noch geladen haben. Und so können wir dann auch die Mission erfüllen. Es ist natürlich dann relativ viel Verkehr auf dieser Strecke hier. Müsste man natürlich auch nochmal ein bisschen aufsplittern. Ja, das war wieder sehr gut von mir. Bing, bing. Alright. So, wenn der die abgeliefert hat, dann liefert er einfach die anderen ab. Zack, hier wird einfach umgesetzt. Das ist schon ziemlich cool. Nach Allentown kann er auch von da aus. Ja, dieses Depot hier unten, das scheint wirklich sehr wichtig zu werden. Irgendwelche Staus? Nein. Es scheint alles zu laufen. Holz haben wir auch noch genug. Bücher haben wir auch schon wieder genug. Wenn wir die jetzt kaufen würden, könnten wir wahrscheinlich den Vorrat an Büchern erhöhen, aber es bringt ja auch nichts. So. Ja, wir brauchen mehr Verbrauch von Büchern. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal hingehen. Wo geht der jetzt hin? Das ist doch nur Gulfport.
Warte mal, dann können wir den nämlich kopieren. Und hier Allentown hinzufügen. 7 Bücher. Gut. Mit den Wegpunkten übrigens, da könnten wir wirklich dann auch dediziert sagen, über welches Gleis, welcher Zug wann dann fahren soll. Und hier natürlich Einbahnstraße sehr, sehr schlecht, wenn jetzt hier mehr Betrieb ist. Ich hatte jetzt auch nicht mitgerechnet, dass der jetzt einfach da, dass jemand so blöd war, da nicht das richtige Signal zu setzen. Wer macht denn sowas, ne? Ach so. Er hat schon. Na gut. Was ist hier denn los? Papierladen ausstehend. Passagiere ladend ausstehend. Papierladen ausstehend. Wieso? Wir haben keine Passagiere. Doch. Papier haben wir nicht mehr. Ja, das heißt, wir müssen auch hier konditionell stellen auf, warte mal, Allentown. Wenn nicht genug Passagiere da sind, sollen die trotzdem einfach weiterfahren. So, hier war kein Problem. Das machen wir auch mal so. Sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber klar, ne, da gibt es natürlich auch ohne Ende Stau. Wenn einfach dann eine der Ressourcen nicht mehr da ist und dann die anderen Ressourcen nicht rangeschleppt werden können, weil die Züge die Bahnhöfe blockieren oder so. Ne, wenn die Züge hier wegen dem Papier warten und deswegen kein Holz mehr bringen, ist natürlich tödlich, ne? Passagiere ladend ausstehend. So. Papierladen ausstehend. Und Papierladen ausstehend. Da muss ja auch mal ohne Papier fahren. Kann nicht sein, dass die dann hängen bleiben. Jetzt fehlen mir sogar noch Passagiere. Okay, also wir haben zu viel Transport hier angeleiert, scheint mir. Oder zu viele Züge dann, ne? Also ohne Passagiere soll er von mir aus fahren können, aber nicht ohne Papier. Ja, und dann fehlt, das Holz fehlt dann natürlich, weil diese Züge jetzt auch die ganze Zeit stecken geblieben sind und die natürlich dann das Holz darüber bringen. Es ist also, glaube ich, nicht so gut, wenn wir diese Waren so kombinieren, dass plötzlich dann ein Abnehmer darunter leidet, weil die Waren nicht mehr ankommen und dann, ne, sich selbst blockiert sozusagen. Das ist dann nämlich doof. So, unsere Bücherlieferung. Wir haben die normalen Züge, dann haben wir den. Hier ist alles frei. Das heißt, irgendwo müsste jetzt der Zug, der Tier 13. Der wartet auf ein freies Gleis. Okay. Aber warum? Die 14 auch. Tun wir hier nochmal einen Block rein. Mehr Blöcke immer gut. So. Kommt aber trotzdem nicht raus. Dabei muss er doch eigentlich nur hier einmal rein. Dann hier ins Gegengleis. Den müsst ihr eigentlich frei haben. Verstehe ich nicht.
Okay, der hier. Okay, jetzt. 7 von 9 Büchern haben wir da. Die Bücher in Gulfport haben wir erledigt. Und hier haben wir weiterhin Stau. Weil kein Papier angenommen wird, weil keine Bücher abtransportiert werden. Wieso geht's hier nicht weiter? Dann müssten wir hier noch weitere Gleise hinbauen. Damit die Züge mehr Optionen haben hier. Den Bahnhof zu nutzen. Wobei, hier haben wir ja schon einen Kreuzgleis, ne? So. Alright. Da kommen die nächsten Bücherzüge. So, da brauchen wir noch einen Zug. Also Allentown haben wir. Und genau, Yurupa Valley. Taylor ist da hinten. Da kommen wir auch nicht so swift hin. Dann haben wir hier noch keine Bretter, die wir hierhin verkaufen. Wollen wir auch noch machen, ne? Dass wir irgendwie so Bretter anliefern. Für die Schreinerei. Ja, gut. Ja, Leute. So viel zum ersten Eindruck von dem Spiel. Von euren Kommentaren, euren Daumen auf den letzten Videos hängt es natürlich ab, ob ich noch weitere Folgen aufnehmen werde, weil natürlich möchte ich spielen, was euch gefällt. Und das sagt wie immer, warum so wichtig Kommentare und Daumen sind. Dann nehmen wir noch eine zweite Staffel auf. Ich weiß nicht, wie weit die Early Access Version geht. Es gibt aber auch eine Sandbox-Version. Und die würde natürlich ermöglichen, dass wir viel mehr bauen und machen. Aber hier, es ist ein bisschen knifflig, es ist ein bisschen liebevoll. Schon, da kann man schon was machen. Also, ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr, kann aber heute nicht mehr aufnehmen. Möchte natürlich, dass ihr aber auch so schnell wie möglich die Folgen bekommt. Euch, danke fürs Zuschauen. Hier ist der Schluss. Die nächste Staffel, wenn es eine gibt, gibt es natürlich dann auch sofort in voller Länge auf Garderobe Plus. Macht's gut. Link in der Videobeschreibung. Ciao.